Ja, also wie gesagt, da haben wir ordentlich auf die 12 Grad gekriegt. War nicht so angenehm, aber ich konnte auch gar nicht wirklich was machen. Können wir hier irgendwo runter? Ja, wir können, aber die Frage ist, bringt uns das was? Da oben können wir hin. Das würde ich, denke ich, mal schaffen vom Sprung. Jo. Ach, da unten sind wir mit der Knarre. Na toll. Was ist denn, wenn ich hier runtergehe? Da blinkt die Uhr. Tut nichts. Dann bleibe ich mal lieber oben. Also ich weiß nicht, ob ich nochmal hochkomme. Ach, da ist das runde Schild. Mein lieber Johnny. Aha, war also nicht. Ah, hier, Stange, Stange, Stange. Scheiße. Ah, hier so im Licht rum zu tanzen ist bestimmt auch nicht gerade sehr. Hallo. Lass zu! Was machst du? Das sieht's mir aus! Die schießen noch hier. Scheiße! Ah, toll! Nathan! Fang! Halt, was? Na, was, was? Eieieiei. Ich hab sie! Maki. Knopfschuss. Ja, gut gemacht. Alles klar? Ja, alles klar. Ich häng nur so rum. Von hier aus komm ich nicht zu dir. Kommst du runter? Ja, glaub schon. Okay, wir treffen uns in der Einfahrt. Geh einfach Richtung Balsam. Okay, bis gleich. Richtung Balsam? Zum Markieren von Gegner L2 gedrückt halten und L3 drücken. Der schnellste Weg führt durch den Ballsaal. Du hast gesagt, er ist abgeriegelt. Ja, aber jetzt, wo sie von euch wissen, haben sie ihn geräumt. Dann auf zum Ballsaal. Verstanden, Nathan? Ja, verstanden. So, dann markieren wir mal die Gegner. Okay, dann können wir also sehen, wo die gerade laufen. Das ist natürlich nicht schlecht. Auch wenn die irgendwo hinter der Wende sind, wa? Dann sehen wir trotzdem noch, ja, wo der ist. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, so. Die nächste Frage ist, der schlawenzelt immer da lang. Werden wir doch mal versuchen, da rüber zu kommen. Ohne den da. Ups. So. Werden wir versuchen, wieder ein bisschen Heimlichkeit zu machen. Komm ich um die Ecke? Komm ich. So, wo stellt denn der sich überall hin? Komm schon. Der kommt wieder nicht. Achtung jetzt aber. Psst. Oh. Bams. Der hat die Wand geküsst. Allerliebst. So, ein bisschen Mumpeln mitschleppen. Ich glaube, der hat es gerade gesehen. Oder beinahe zumindest.
So, wenn der jetzt weggeht, flitzen wir mal darüber. Okay, das war knapp. Boing. Okay. Tschüssi. Naja, gut. Wir gleich. Scheiße. Scheiße. Un attimo. Scheiße. Was machen wir da jetzt? Hm? Haut der eine wenigstens ab? Okay, der hat uns nicht gesehen. Sehr schön, sehr schön. Komm her. Das gefällt mir, dass wir jetzt hier wirklich auch die Möglichkeit haben, die ganze Sache leise durchzuspielen. Das ist wirklich, wirklich cool gemacht. Bei den anderen Teilen war es ja dann doch immer so, dass du dann, wenn du eh mal gesehen wurdest, dann kamen sie alle, die Wellen so, die Gegner, und dann war die Sache eigentlich schon nur noch mit Waffengewalt zu lösen, ja. Hier wirklich mal mehr oder weniger die Möglichkeit, die ganze Sache wirklich schön heimlich zu machen. Dauert natürlich ein bisschen, aber egal. Wir wollen ja Spaß am Spiel haben. So, was denn? Du bleibst jetzt da vorne stehen? Esci fuori. Tschüss. Patsch. Das ist ja noch einer. Ach je. Ach, der Ballsaal. Da müssen wir hin. Schöne Autos stehen da. Bau. Licht, Ena. Hast du den nicht gesehen? Okay. Krass, ey, wie geil das ist. Dass man das wirklich so macht. Das feiere ich. Cos'è stato? Oh, das war aber knapp gerade. Oh. Was Schönes. Eine schöne Mumpelspritze. Hier noch irgendwas zu sehen? Nein. Es hauen immer mehr Gäste ab und wir hocken hier immer noch rum. Das ist nicht gut. Frage ist, wo sind die nächsten Strolche, die uns ans Leder wollen? Was denn? Gehen Sie zum Ballsaal. Ja doch, das mache ich doch. Bin doch dabei. Ach, da unten. Da müssen wir jetzt irgendwie hin. Hüpfen wir hier einfach rüber? Ich denke mal, wa? Passt. In die Büsche. Fast beim Ballsaal. Nathan, die nageln mich fest. Du musst mir helfen. Was? Die nageln? Ich sag lieber nix. Nein. So, jetzt. Ich muss. Was war? Ah, die Kiste kann ich hier wieder schieben. Ich muss sicherlich darüber mit dem Seil. Weil anders komme ich, glaube ich, nicht, ne? Ja, die Kiste steht ja nicht umsonst hier. Oh, gut. Ja, wohin damit?
Corsa. Was? Wer fährt einen Corsa? Ach du Scheiße. Wo sind denn das? Ach je, ach je. Na toll. Das war jetzt natürlich so nicht geplant. Warum kamen denn da jetzt auf immer welche? Da haben wir doch alles freigeräumt gehabt. Was? Wer fährt ein Corsa? Gut, machen wir den ganzen Spaß nochmal. Ja, das ist ja nicht weiter schlimm. Zwei Mann mindestens. Ups, der hat mich gerade gesehen. Kann ich den vielleicht so anlocken? Wenn er gelb wird? Hallo? Wie kriegen wir den jetzt wieder... geschüsselt hier. Das, ach, da oben ist er. Komme ich hier hoch? Offensichtlich erstmal noch nicht. Dafür brauche ich ja wahrscheinlich die Kiste, die da steht. Un attimo. Forse c'è qualcuno. Controlla. Non si sa mai. Vado. Toll. Oh, Mist, jetzt haben sie mich gesehen. Eins. Ein haben wir. Den haben wir. Aber da sind noch mehr. Knappe Sache. Da kommt noch so ein Schlawenzelmann. Aber diesmal stehen wir hier schön in Deckung. Was bist du denn? Ach, Berlina? Ah, wenn das Kreuz rot ist, dann ist also immer... sah, glaube ich, hin. Jetzt, genau. Ah, eigentlich auch gut gemacht. Muss man ehrlich mal so sagen. Kommt da noch einer von da, oder? Ach, von da? Nee, wo? Hä? Hab den noch von ganz woanders gehört. Also los, die Kiste jetzt dahin. Oh, gut. Solange von da vorne keiner kommt, ist alles schick. Reicht uns das schon? Das ist jetzt die Frage. Nee, das reicht noch nicht irgendwie. Ah, na komm, komm her, los. Komm runter. Raus da nicht, wa? Hm. Da ist noch einer. Okay. Boing, Kopfschuss. Auch Kopfschuss. Frage, war es das jetzt? Die Musik spielt ja noch. Ach toll, hier wäre eine Treppe gewesen. Ach, sowas Blödes. Na, das hätten wir ja locker hingekriegt. Dann machen wir es jetzt hier mit der Kiste. Na toll. Schön. Na egal.
Viele Wege führen nach Rom. Mhm. Ja, und so weit sind wir ja nicht weg, wenn wir hier schon in Italien sind. So, naja, ich glaube, dann sollten wir mal da rüberrutschen. Aber wir werden erstmal noch schnell die Waffe wechseln. Die hat mehr Munition. Wir werden auch nochmal hier schnell hinstratzeln. Hier war doch, glaube ich, auch noch irgendwo was. Hat die gleiche gehabt? Ja. Okay. Und dann? Ali hoppa! Na toll! Verdammt nochmal! Nathan! Hey, wie geht's? Gut, ja. Ich glaube, ich habe genug von dieser Option. Oh ja. Ich auch. Okay, Jungs, Planänderung. Zu viele wollen hier weg. Die Einfahrt ist komplett dicht. Ja, schön, schön. Was jetzt? Kommt zum Brunnen vor dem Baldar. Ich warte doch. Okay, los. Oh je. Schnell weg hier. Ach du meine Güte. Jetzt werfen wir damit Handgranaten. Jetzt wird's aber. Jetzt werden sie aber feige hier. So, der ist weg. Ah, das ist schon jetzt hier. Bam. Ja, na, wir doch auch nicht. Ach du meine Güte, der macht ja hier richtig Damage. Der schießt ja die ganzen Vitrinen weg. Ich hoffe mal, dass die Wände hier ein bisschen stärker halten. Haha, das ist hingefallen. Oh, wieder ein schöner Kopfschuss. Ja, das macht auf alle Fälle ordentlich Sinn, hier versuchen, Munition zu sparen. Ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal da vorne rankommen. Ach. So, der ist hin. Neunzehn Schuss noch. Das ist nicht allzu viel, würde ich sagen. Beim. Oh, was jetzt? Ah, können wir also die Tische umkippen. Auch nice. So, wir müssen jetzt mal sehen, dass wir ein bisschen Munition noch kriegen. Weil viel haben wir nicht mehr. Aber wir haben ja genug weggestratzt. Ohne Schrotflinte haben wir jetzt noch als zweite Waffe. Auch nicht schlecht. Okay, dann nehmen wir die lieber mit. Alles ist hier ganz spannend. Die Musik. Da sind wir vorhin reingekommen. Gut, voll geladen. Ist denn unser Freund Sam jetzt hin? Nee, die will ich nicht. Was war hier noch? Boxen. Ach, je. Ich muss gleich weiter. Ali und rennt die Zeit weg! Also, ich Junge, ich bin schon da! Na, sag mal, die hat aber nicht so. Sag mal, der fällt immer nicht um. Der frisst ja ordentlich Blei. Boah, von dem Sack. Wenn du keinen Leichenwagen fährst, beeil dich besser.
Ja, wenn du keinen Leichenwagen fährst. Na komm schon. Hat sich aber ordentlich hier. Kommt noch mehr. Jawohl. Richtig schönes Action. Und da treffe ich aber wirklich gerade gar nicht. Vielleicht mit der hier? Toller die Waldfee, da wurde gerade die Farbe ein bisschen blass. Schmeißt er die zu uns? Ach du Scheiße! Mach er schon, komm, steh auf! Ist ein bisschen haarig hier. Boah, was für ein Schuss von hier aus, nicht schlecht. So, wo können wir denn? Wir können mal probieren, hier in den Brunnen zu gehen. Nein, hier so wäre nicht schlecht. Guckst du nochmal her? Ach du Scheibenkleister. Ich muss hier nochmal weg. Bam, bam, bam. So, ist jetzt frei? Ich sehe doch, dass du da vorne stehst. Was denn los? Ach du Scheiße, da ist er noch. Ah, wir versuchen es einfach. Jawohl! Rein hier! Festhalten! Meine Herren. Da liegt das Kreuz. Okay. Hoffentlich komme ich dafür nicht in die Hölle. Doch, kommst du. Mist. Was? Ist nichts drin. Was? Oh, du bist so ein Arschloch. Genau. Okay, das Piratensymbol. Sehr gutes Zeichen. Das sind Averys Insignien. Was ist das? Ah. Odium mecum eris in paradiso. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat Jesus zu Dismas am Kreuz gesagt. Genau. Aber was sind das für Zahlen? Wofür haltet ihr die? Eine Art Code. Oder eine Telefonnummer. Kommt schon. Das sind Daten. Hier, 1659. In dem Jahr wurde Avery geboren. 1699. Lass mich raten, sein Todesjahr. Den meisten Berichten nach ja, aber wir haben also ein Geburtsdatum, ein Todesdatum und das Paradies. Das heißt, wir suchen nach Averys Grab. In der Kathedrale des heiligen Dismas. Nun langsam. Dort hat Rafe doch schon ewig lange rumgesucht, oder? Ja, die Kathedrale.
Seht ihr die Symbole? Ja. Die findet man auf alten schottischen Grabsteinen. Okay, jetzt seht her. Der Grundriss des Orts ist sehr ungewöhnlich. Hm. Hier ist die Kathedrale, aber der Friedhof ist ganz hier drüben. Rafe hat sich die falsche Stelle vorgenommen. Genau. Leute, wir müssen nach Schottland. Okay, okay, halt. Moment mal. Euch ist auch klar, dass Rafe weiß, dass ihr kommt. Ja, darum kümmern wir uns, wenn wir da sind. Dieser Psycho wartet doch nur darauf, dass ihr auftaucht. Und er hat Nadine und ihre gesamte Armee hinter sich. Ja, aber das hier hat er nicht. Der größte Piratenschatz aller Zeiten ist zum Greifen nah. Ich dachte, es ging darum, Sam zu retten. Wollen wir. Aber komm schon, wir wollen doch beides, stimmt's? Wir brauchen den Schatz, damit wir Sam retten können. Ja. Wie findet Elena das alles eigentlich? Ach, je, Junge. Das ist nicht so einfach. Nach allem, was ihr zwei durchgemacht habt. Sie würde es nicht verstehen. Du traust ihr einfach nicht genug zu. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Nathan hat recht. Die Dinge liegen jetzt anders. Rafe ist involviert und ich krieg das allein hin, ehrlich. Mhm. Super. Tja, danke für den Rat, ihr zwei Experten. Entschuldigt mich. Hey. Hey, ich bin's, ja. Was geht dir durch den Kopf, mein Lieber? Hör zu, mir ist klar, dass es nicht leicht war. Die ganzen Jahre. Tut mir leid, was dir zugestoßen ist. Aber das ist nicht seine Schuld. Das habe ich auch nie gesagt. Er hat lange gebraucht, um da rauszukommen. Ich zwinge ihn nicht dazu. Er wollte es. Er ist für dieses Leben geschaffen. Glaubst du das wirklich? Warum bist du hier, Victor? Weil irgendjemand auf ihn aufpassen muss. Nein, wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Ja, mach ich. Okay, ich liebe dich auch. Bis dann. Ja, ich habe ihr gesagt, dass der Job ein bisschen länger dauert als erwartet, was ja auch stimmt. Okay? Na komm, was meinst du? Sam braucht immer noch unsere Hilfe. Naja, ich habe gehört, das Wetter soll in Schottland um diese Jahreszeit ganz toll sein. Ah ja, die Reise führt uns also nach Schottland. Aber das erst in der nächsten Folge. Wir werden sehen, was uns da alles so erwartet. Ich sag erstmal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.